Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Top 10 Skins Video. Heute geht es um die AWPs. Und danach gibt es direkt unseren Livestream. Link ist in der Beschreibung. 18 Uhr geht's los. Boom. Das Ganze läuft natürlich wieder Hand in Hand mit... den Skin-Barönchen. Unserem Partner mit den Skins. Kaufen, verkaufen, echt Geld. Bum, bum. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Geiles Zeug. Guck mal, ganz frisch drin. In Stilettdüsche. Oder? Okay. Ach gut. Aha, aha. Ist aber nicht unser Thema. Legen wir direkt los mit dem 10. Platz. Auf dem 10. Platz liegt die AWP Corticera. Eine schön von Pflanzen überwucherte oder von einer Pflanze überwucherte Waffe. Preise. Ja, die kann sich schon sehen lassen. In Minimal Wear für 3,48 € würde ich sagen. Mit Stat-Track 12 Euro in Minimal Wear. Okay, was haben wir hier denn noch? 3,64 €. Ich gehe mal auf günstigste direkt. 3,39 €. Minimal Wear 3,48 €. Gerade das günstigste Angebot. Wobei sie sicherlich auch hier in Einsatz erprobt noch ganz gut dasteht. Platz Nummer 9. Dort befindet sich bei mir die AWP Drogenlauch. Die Dragonlore mit ihrem schönen Knilch drauf. Und diesem hässlichen Gedingsel. Ich habe mich schon so oft gefragt, warum dieser Rumpf der Waffe, oder wie man es bezeichnen möchte, wirklich gut aussieht, aber der Rest so kacke. Ich verstehe nicht, warum man das so gelassen hat. Hat vielleicht irgendwas Spezielles mit dem Artstyle zu tun, dass das halt dazugehört oder in der Epoche, aus der man den Drachen genommen hat, sowas auch normal war, aber... Dennoch ist gerade der Kopf des Drachens auf jeden Fall ein cooles Ding. Da sagst du nichts, komm. Da machst du nichts. Der Preis wiederum rückt den Skin in ungeahnte Ferne. Minimal, glaube ich, 500 €, oder? Muss man hier anlegen. Ja. Minimum 500 € in kaputt. Da macht sie auch noch so ein bisschen was her, aber naja. Also um sowas dezent aussehendes am Start zu haben, muss man wahrscheinlich schon hier mindestens 800 hinlegen. Obwohl, na, ich würde sagen, die geht klar. Die kann man schon, die könnte man dann nehmen, aber ja, 1000 € für den Skin. Ich glaube, es baggert. Die AWP Asimov liegt auf dem Platz Nummer 8 und ist, glaube ich, so im Volksmund einer der beliebtesten oder der fast schon beliebtesten Skins, kann das sein? So in der normalen Nutzung. Ich kenne ganz viele, die sich ein Asimov-Inventar aufbauen. Ich kenne ganz viele, die sich extrem darüber freuen, irgendeinen Asimov-Skin halt am Start zu haben. Also es scheint schon so ein Teil für jedermann zu sein. Sie ist auch ganz hübsch, komm. Mir gefallen zwar in der extra Asimov-Top-Liste die anderen Waffen halt besser mit dem Skin als die AWP. Die gefällt mir da am wenigsten, aber trotzdem ist es ein schickes Teil. Kann man ihr schon mal zugestehen. Ein Asimov ist halt jetzt schon mal was, da kann man ein bisschen Geld investieren. Aber es sollte, glaube ich, auch schon mindestens halt hier so in dem Bereich sein, aber eher höher. Also 25 €... 24 €, ja, so. Plus, minus sollte man, glaube ich, anlegen. Deutlich günstiger kommt da unser 7. Platz rein, und zwar die AWP Mortis. Die Preise zeige ich euch gleich hier noch kurz zum Skin. Die 13 steht drauf. Das ist das A und O. Ja, hier ist da auch so eine Art Drachen. Bumm. Ein Poltergeist. Oder den Knilch von Shiros Reise ins Zauberland, oder? So ungefähr, plus, minus. Auch farbig, aber eher dezent. Also sticht nicht so heraus wie jetzt halt irgend so ein ganz bunter Skin. Von daher wahrscheinlich ein guter Kompromiss zu einem Skin, der jetzt auch gleich kommt. Ja, und wie gesagt, vom Preis her kann die sich auf jeden Fall sehen lassen. FN 5,72 €. Ich gehe mal auf günstigste. Guck mal da. Einsatz erprobt 2,92 €. Wo fangen wir denn hier beim Minimal Wear an? Wir gucken mal. Ach, ich mach so. 4,01 €. Oder? Kann man sich schon mal gönnen, ne? Und wie sieht es jetzt mit Stat-Track aus? Uff! 27, ist dann hier vielleicht auch doch in dem Bereich was? 11,35 €. Zack, Zugriff. Auf meinem Platz Nummer 6 liegt die AWP Fever Dream und die ist schon was ganz Besonderes. Ich weiß noch, als die damals kam, waren alle extrem überrascht von diesem Artstyle, von dieser Aufmachung in kreidemäßiger Stilierung. Die hat wirklich ihren ganz eigenen Charme. Viele Skins haben zwar ihren eigenen Charme, aber sind einfach gleich aufgedruckt, ne? Wie halt praktisch bei einem T-Shirt-Druck. Und dann hast du jemanden mit so einem T-Shirt, der so ein bisschen raue Oberfläche hat, wo was draufgemalt ist. Das ist halt dann direkt was Besonderes. So war es zumindest für mich und auch viele von euch so. Und der Skin hat auch nochmal eine gewisse Vergangenheit bei mir oder mit mir erlebt, weil ich den aus der Kiste gezogen habe, als die Kiste ganz frisch da war. Also jemand hat mir die Kiste getradet und ein Schlüssel hat gemeint, mach die auf, es kommt bestimmt eine Fever Dream raus. Das war in einem Livestream. Ich öffne die Kiste, Fever Dream. Putz! Oder? Geiles Ding, wirklich ein extrem cooles Ding. Die Zeichnungen sind richtig krass. Und sehr viele Details, auf die man achten kann oder sollte, wenn man sie hat. Sick dude. Way. Psycho. Help. Jemand, der böse dreinguckt. Wirklich schön. Und dafür, dass sie so edel ist, ist sie so günstig. Guck mal. Einsatz erprobt 3 €. Boom. Vielleicht ist da sogar eine noch in Minimal Wear. Guck mal da, fast Minimal Wear. 3,52 €. Also da kann man wirklich, glaube ich, bedenkenlos, sofern es einem gefällt, bedenkenlos zuschlagen. 4,16 €. Richtung FN sogar schon. Ja. Das ist ein gutes Ding, kann man schon sagen, oder? Aber der nächste Platz, Platz Nummer 5, ist auch sehr geil. Denn da haben wir die Onitaiji AWP.
Guck ihn dir an, wie er guckt. Hm? Oh mein Gott. Guck mal auf günstigste. Wie sieht's aus? 27 Euro, okay. Ja. Naja, naja. Ich glaube, da fahren wir mit dem nächsten Skin etwas besser. Platz Nummer 4. Die wunderbare Ateris. So ein geiles Ding. Genau solche Skins brauchen wir einfach öfter. Alles in allem schon irgendwie einfach, trotzdem pompös. Grün vor allem. Grün ist ganz wichtig. Grün, blau. Solche Teile brauchen wir wirklich mehr im gesamten Sortiment. Ich will davon eine Pistole haben. Also nicht nur zwingend von dieser Ateris, aber einfach in dieser Farbwahl, Variation. Und halt wie immer gerne mit Tieren drauf, ja, ganz klar. Und das Coole bei der ist halt auch der Preis. Denn obwohl sie so krass aussieht, also ich finde, die sieht exakt aus wie ein Rot, also Red Skin, der mindestens 20, 30, 40, 50 Euro wert ist, Minimum, und dann hochgeht auf ein paar hundert. Guckt euch mal die Preise an, Minimumwert, 10 Euro. Jetzt kommen die vorderen drei Plätze. Ich denke, hier ist es wirklich schon irgendwie schwierig, oder? Also zumindest die Reihenfolge. Wahrscheinlich wisst ihr alle, welche zwei Skins da drin sind in meiner Top 3. Aber welche Reihenfolge haben sie denn jetzt? Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Auch eure eigenen Listen, haut da rein, eure Lieblings-AWP, euer Top 3, Top 5, Top was weiß ich. Ihr habt jetzt kurze Bedenkzeit und fertig. Platz Nummer 3, Neo Noir. Eine richtig krasse Wumme. Beziehungsweise ein richtig krasser Skin. Die AWP ist an sich ja schon krass, klar, aber der Skin, oh. Und dafür, dass sie wirklich, wirklich geil aussieht, also gerade, das wissen wir, ich muss es nicht jedes Mal wiederholen, aber ich mache es einfach, Skins mit weißen Elementen sind ja dann doch, wenn die Farbwahl der anderen Farbe richtig stimmt, sehr gefragt. Mit dieser Stimmung in dem gesamten Bild, wie auch in der Farbe, hat man natürlich was ganz Besonderes. Und jetzt guck dir mal den Preis an. Also ich weiß noch, als die rauskamen, hieß es, wow, 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 wow. Aber guck mal hier, Minimum bei 38, beziehungsweise wisst ihr was, wir gehen hier mal auf die 30 Euro IUP. Da kannst du einfach nichts sagen, oder? Hä? Wisst ihr jetzt, was auf dem zweiten Platz ist? Oder auf dem ersten? Beziehungsweise, da liegt sie, die Schönheit, die AWP Medusa. Das ist schon so ein Träumchen, oder? So ein kleiner, aber feiner Traum, der aufgrund des Preises, wie ihr ihn gleich sehen werdet, leider nicht so in der nächsten Nähe zu erfüllen ist. Die ist vom Farbschema her so ein bisschen wie die Ateris, also minimal weniger Grünanteil, mehr Blau, aber trotzdem cool. Schade, dass hier nicht alles angebläuselt ist. Ja, preismäßig, da muss man schon einiges hinlegen, ja. Die ist preismäßig schon wirklich krass, also 350 Euro im Minimum für einen Skin hinzulegen, der dann auch noch komplett im Arsch ist. Ist ja nicht im Arsch? Kaufe ich. Ja, also wie gesagt, 350 Euro für einen Skin, ne. Also da haben, denke ich, die meisten Menschen andere Dinge im Kopf, die ihnen wichtiger sind, wie so viel Geld. Ich meine, alleine 20, 30 Euro sind sehr viel Geld und dann auch noch für einen Skin, aber 350? Dude! Ja, und dann geht's natürlich noch weiter, ne, bis 660 hoch. Da habe ich die Dragon Lore schon öfter an Leuten gesehen. Obwohl die Medusa günstiger ist und besser aussieht. Keine Ahnung. Also, meiner Meinung nach zumindest. Ich denke, ihr wisst jetzt, was jetzt kommt. Also, wer das nicht weiß, ist vielleicht noch ganz frischer Zuschauer erst. Aber alle anderen können das praktisch schon aus dem FF heraussagen, was jetzt kommt. Und zwar meine geliebte Snake Camo AWP. Natürlich nicht. Ich habe doch nicht den Bobo auf, du. Pass mal auf, wacht, Alter. Hyperbeast! Oh. Die Hyperbeast ist und bleibt einfach meine große Skin-Liebe. Und es ist kaum zu glauben, aber der Preis ist auch echt hart gesunken. Richtig, richtig hart. Also man kann sie jetzt ziemlich easy kaufen. Guck mal, es gibt auch sau viele Angebote. Es gibt eine zweite Seite. Das gibt es nicht bei vielen Skins. Also doch, bei vielen schon. Aber nicht bei vielen guten Skins. Als ich meine damals gezogen habe, die war, glaube ich, im Minimalware oder vielleicht sogar in FT, da ging die für 40, 50 Euro raus. Oder waren es sogar 60? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ist halt auch schon ewig her. Das war ganz am Anfang, als alles halt noch ganz neu war und so. Und darum, ja, mit der Zeit verlieren die Sachen halt natürlich an Wert. Gut, Leute. Ich erinnere hier jetzt einfach nochmal offiziell dran, bevor ich es vergesse. Nächste Woche bin ich nicht da. Da bin ich im Urlaub und da bin ich dann auch nicht am Stream. Nächste Woche fallen die Streams aus, die normalerweise jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr sind und jeden Freitag ab 22 Uhr. Heute ist auch Livestream, also jetzt gleich. Ich habe Videos vorproduziert, beziehungsweise ich produziere noch vor. Ich habe schon für 3 oder 4 Tage Videos. Ich denke, ich kann die ganze Woche abdecken, wenn ich mich ranhalte. Und ja. Das heißt, das sollte laufen. Guschel kümmert sich um den ganzen Kram, der macht die ganzen Uploads und Bilder und so weiter und so fort. Der kümmert sich um die Abwicklung. Mein Handy habe ich ja im Start mit halt Twitter und Instagram, wo wir in Kontakt bleiben können. Und ich werde mir auch noch Discord drauf machen, dass ich bei uns auf dem Discord-Server noch so ein bisschen rumfuhrwerken kann und so weiter und so fort. Und halt einfach trotzdem zumindest so da bin. Dankeschön für alles. Haut ordentlich rein. Wir sehen uns gleich im Livestream. Likes, Kommentare. Vielen Dank dafür. Tschüss.